Bürgermeister, sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte Zuschauende, in meinem Alter spielt das angesprochene Problem eine größere Rolle. Also ich bin da ein bisschen sensibilisiert und deshalb meine Fragen, wie viele öffentliche Toiletten wurden durch Betreiberwechsel oder Baumaßnahmen in der Landeshauptstadt außer Betrieb genommen und stehen zurzeit nicht zur Verfügung? Also zum Beispiel in Leuben ist eine Geschichte und dann sogar im Pirnaischen Platz. Welche Maßnahmen sind diesbezüglich geplant? Ist insbesondere die diesbezügliche Betreuung der Touristen abgesichert? Und in dem Zusammenhang gibt es auch noch einen Aspekt zum Busparkplatz Ammonstraße. Es ist auch noch ein Pkw-Parkplatz dazu. Da hatte ich 2019 eine Zusage vom zuständigen Baudirektor, dass man da Mittel beantragen will im Doppelhaushalt 2019-2020. Meine Frage dazu: Gibt es eine Lösung für den Busparkplatz Ammonstraße? Wie sieht die Lösung für den geplanten Busbahnhof aus? Und das wäre schon. Ich danke für die Gelegenheit, dass ich hier meine Fragen stellen durfte. Vielen Dank für die Frage und die Beantwortung übernimmt für die Toiletten zuständige Fachbürgermeister und Baubürgermeister Herr Kühn. Ja, vielen Dank für die Frage. Also es ist so, dass die 18 öffentlichen Toiletten wurden bisher von einem Konzessionär betrieben. Das war sozusagen derjenige, der die Außenwerberechte in dem Bereich hatte. Das ist durch eine Gesetzesänderung nicht mehr möglich gewesen, sozusagen die Außenwerberechte und die Toilettenanlagen in einer Ausschreibung entsprechend wieder in die Zuständigkeit eines Konzessionärs zu geben. Insofern ist es so, dass wir die Werberechte neu vergeben haben ohne die Toilettenanlagen. Wir haben aber eine Übergangsvereinbarung mit dem bisherigen Konzessionär, der auch der neue Konzessionär der Außenwerberechte ist, die Firma Wall vereinbart. Es gab im Rahmen des Toilettenkonzeptes, was jetzt unmittelbar nach den Sommerferien dem Stadtrat zur Beratung vorgelegt wird, eine Nutzungs- und Bedarfsanalyse. Bisher gab es eben 18 von dem Konzessionär betriebene öffentliche Toilettenanlagen. Im Ergebnis dieser Nutzungs- und Bedarfsanalyse soll es 13 Neuanlagen geben, 7 an den bisher versorgten, also bisherigen Standorten und 6 an neuen Standorten. Die sollen alle barrierefrei sein und kostenfrei. Und darüber hinaus wird es weitere öffentliche Toilettenanlagen geben, die geplant sind. Eine im Zuge der Revitalisierung des Bahnhofs Mitte, da beteiligen wir uns sozusagen an den Umbaukosten. In der Form, dass dort eben eine öffentliche Toilette entstehen soll, wenn die Deutsche Bahn den Ausbau des Bahnhofs in die Hand nimmt. Und zum Zweiten an der Haltestelle Prager Straße Dr. Kölzringen. Jeder kennt dort diese Fahrgastunterstände auf der Seite, wo auch der Eisladen ist. Und die sind ja auch in einem Zustand, wo Handlungsbedarf ist. Diese Analyse, wo Bedarf ist, haben wir mit Vertreterinnen auch des Tourismusverbandes besprochen und abgestimmt. Und insofern glauben wir, dass wir den Bedarf dort, wo er am stärksten vertreten ist, abdecken. Und jetzt wird die parlamentarische Beratung, die auch in den Stadtbezirken stattfinden wird, dann zeigen, ob es weitere Anlagen dazukommen. Wir sind mit dem Haushaltsbeschluss 23/24 hat der Stadtrat die haushaltstragende Fraktion durchaus einen Schwerpunkt gesetzt, also zusätzliche Mittel bereitgestellt, dass wir also Toilettenanlagen errichten lassen können. Am Parkplatz bzw. Busparkplatz Ammonstraße ist im Rahmen des Toilettenkonzepts einer der Standorte, die neu dazukommen würden. Also das ist sozusagen vorgesehen. Und der Busbahnhof, der ja in dem sogenannten Network Hub entstehen wird, also drüber ist ja ein Geschäftshaus, der wird am Hauptbahnhof auch Toilettenanlagen haben, die wir jetzt nicht als Stadt betreiben, weil es eine private Investition ist, aber zu einem Busbahnhof mit vielen Ein- und Aussteigern wird es also dort auch eine Toilettenanlage geben, so wie man das in Leipzig auch kennt. Denn der Investor in Dresden ist der gleiche, der einen Busbahnhof in Leipzig schon gebaut hat. Vielen Dank. Und Sie kriegen es, wie gesagt, nochmal schriftlich dann zugeschickt.
Wir kommen zur nächsten fragenden Bürgerin. Das ist Frau Regine Preuß. Ich darf Sie nach vorne bitten. Schönen guten Tag. Dresden ist seit 1991 Mitglied in der europäischen Netzwerk Healthy Cities der Weltgesundheitsorganisation. Welche Verpflichtungen ist die Landeshauptstadt mit dem Beitritt zum Netzwerk Gesunde Städte der Weltgesundheitsorganisation eingegangen? Ja, noch mehr Fragen? Da ja, ich habe alle noch zwei runter weitere. Und dann übernimmt dann die Frau Dr. Kaufmann gerne die Beantwortung. Welche Ausgaben waren seit dem Beitritt der Landeshauptstadt pro Jahr damit verbunden? Und welche Kosten fielen für die aktuell laufende Zigarettenkippenkampagne Schnipp und Weg für die Landeshauptstadt an? Dankeschön. Die Frau Dr. Kaufmann, gerne die Antwort. Ja, vielen Dank, Frau Preuß, für Ihre Anfrage. Wir sind seit dem Jahr 91, wie Sie es richtig gesagt haben, WHO-Stadt, gesunde Stadt und damit über 32 Jahre. Die Beschlussfassung in der Phase 7, in der wir uns gerade befinden, wurde im Jahr 2019 getroffen. Und wir arbeiten uns immer in 5 Jahren Themenschwerpunkten an unterschiedlichen gesundheitspolitischen Agenden ab. Die Inhalte der aktiven Mitgliedschaft sind in sogenannten WHO-Leitlinien beschrieben. Und hier haben wir beispielsweise ein Stadtgesundheitsprofil zu erarbeiten, was wir auch gerade fortschreiben und damit uns einen Überblick über die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger erarbeiten. Wir begleiten gesundheitspolitische Themen über den Beirat Gesunde Städte beispielsweise, aber auch die Zusammenarbeit über Ämter- und Institutionengrenzen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte gestärkt haben. Ein Schwerpunktthema der aktuellen Phase ist bei uns die kommunale Gesundheitsstrategie, an der wir aktuell arbeiten. Und hier versuchen wir, ganz konkrete Maßnahmen zu beschreiben, die in einzelnen Dresdner Stadträumen dazu führen, auf Basis von statistischen Informationen das Thema Gesundheit und Prävention zu stärken. Es gibt unterschiedliche Verpflichtungen, die wir als WHO-Stadt eingegangen sind und auch regelmäßig erfüllen. Das bedeutet, dass wir im Weltgesundheitsnetz tätig sind und jährlich zu Arbeitstreffen und Konferenzen in unterschiedlichen Mitgliedsstädten fahren und dort in Arbeitsgruppen auch aktiv mitarbeiten. Und wir haben uns jetzt in der aktuellen Phase 7 darauf verständigt, stark im Bereich der Bewegungsförderung aktiv zu werden, gesundheitsförderliche Stadtplanung zu betreiben und insbesondere die vulnerablen Bevölkerungsgruppen von Dresden in den Blick zu nehmen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die über 3 Jahrzehnte WHO-Mitgliedschaft für die Stadt sehr förderlich war, das Thema Gesundheit voranzubringen und auch ein Querschnittsthema daraus zu machen. Wir konnten von unterschiedlichsten Städten auch weltweit lernen und sind dabei, immer kleine und große Projekte voranzubringen. Sie sprachen beispielsweise an die Zigarettenkampagne Schnipp und Weg. Schön, dass Sie danach gefragt haben. Es ist so, dass viele tausend Zigarettenkippen jährlich einfach so in den Gullis, in den Grünanlagen, auf Freiflächen einfach mal weggeschnippt werden. Um Ihnen ein Bild zu verschaffen, eine Kippe verursacht bis zu 1000 Liter Wasserverunreinigung. Wir haben eine Kampagne deswegen gestartet, um zu sensibilisieren und haben hier 853 Euro aufgewandt für Plakate in 10 verschiedenen Motiven, die Sie aktuell in der Stadt finden, im Format 0 A0 bis A4.
Wir haben unterschiedlichste Kooperationspartner gewinnen können, unter anderem das City Management Dresden und weitere Firmen, die hier ganz wichtig uns gefördert haben und dann auch Kosten übernehmen. Insgesamt wird das WHO-Projekt, das war Ihre zweite Frage, von einer Person begleitet, die zu 75% und damit eine Dreiviertelstelle, Projektstelle bei uns bearbeitet. Wir haben einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu finanzieren als Stadt Dresden in Höhe von 6.000 US-Dollar sowie einen Beitragssatz von 950 Euro für das Netzwerk Gesunde Städte. Kosten weiterhin sind roundabout 1.200 Euro für Weiterbildungsmaßnahmen der Kolleginnen im Fachamt. Und ansonsten haben wir ganz unterschiedliche Projekte. Aktuell läuft Fit im Park beispielsweise oder unser Walking People oder unsere Stadtteilspaziergänge. Alle die werden erarbeitet unter dem Label WHO Gesunde Stadt. Hierfür organisieren wir uns Sponsoren und über Drittmittelfinanzierung haben wir hier kaum Kosten als Stadt, begleiten aber das Thema Gesundheit und Prävention vor Krankheiten und Sensibilisierung zu gesundheitspolitischen Themen im Netzwerk mit unterschiedlichsten kleinen und großen Kampagnen und Partnern in der Stadt. Dankeschön. So, wir setzen fort. Die nächste fragende Bürgerin ist Frau Romy Fischer. Hallo, wie viele Kinder und Jugendliche wurden in den letzten 3 Jahren wegen einer Erkrankung mit Covid bzw. Long-Covid in Dresdner Krankenhäusern stationär behandelt? Wie viele davon auf einer Intensivstation und wie lange waren sie im Durchschnitt auf einer Normal- bzw. Intensivstation? Danke. Auch hier übernimmt Frau Dr. Kaufmann die Beantwortung. Ja, vielen Dank, Frau Fischer, für Ihre Anfrage. Im Städtischen Klinikum Dresden wurden im konkret von ihm abgefragten Zeitraum 91 Kinder und Jugendliche behandelt, die an einer SARS-CoV-2-Erkrankung gelitten haben. Die Long-Covid-Behandlung können wir Ihnen nicht benennen, weil dafür keine Meldepflicht an das Gesundheitsamt vorgelegen hat. Insgesamt, Frau Fischer, sind über 7.915 Bürgerinnen und Bürger in den letzten 4 Jahren seit 2020 hospitalisiert und damit in den städtischen Kliniken behandelt worden. Davon waren 307 Kinder zwischen 0 und unter 18 Jahren alt, sowie 147 Jugendliche, die zwischen 18 und unter 25 Jahre alt waren. Das bedeutet also einen Anteil von 5,7% an allen Bürgerinnen und Bürgern, die aufgrund einer SARS-CoV-2-Erkrankung medizinisch in Kliniken behandelt werden mussten, waren unter 25 Jahre. Sie haben des Weiteren gefragt, wie viel intensivmedizinisch von den behandelten Patientinnen und Patienten Kinder und Jugendliche waren. Hier kann ich Ihnen die Information geben, dass im Städtischen Klinikum 13 Kinder und Jugendliche intensivmedizinisch begleitet wurden. Von den anderen Krankenhäusern liegen uns hier keine Informationen vor. Auch was das Thema Long-Covid oder die Verlegung auf andere Stationen betrifft, können wir Ihnen keine Informationen geben, weil diese Informationen sind nicht meldepflichtig gewesen, erreichen damit auch die untere Gesundheitsbehörde, das Amt für Gesundheit und Prävention nicht. Die durchschnittliche Behandlungsdauer auf einer Normal- bzw. Intensivstation kann ich Ihnen ebenfalls nur für das städtische Klinikum hier benennen. Die Behandlungsdauer auf einer Normalstation von Kindern und Jugendlichen unter 25 Jahren
betrug 2,44 Tage. Wir sind also statistisch sehr korrekt. Und auf Intensivstationen lagen die Kinder und jugendlichen Patientinnen und Patienten 2,38 Tage. Soweit zur Antwort. Als nächste, als vierte Fragende darf ich Frau Cindy Mester nach vorne bitten. Sehr geehrte Stadträte, Stadträtinnen und Herr Oberbürgermeister, ich bin Mutter eines Schülers der 101. Oberschule und Mitglied der Schulkonferenz. Und ich möchte mich erst einmal bei den Stadträten für die Bewilligung der Container bedanken. Und die sind aufgestellt worden und alles hat funktioniert. Meine Frage lautet, um kurz vorab noch was dazu zu sagen, der Stadtratsbeschluss für den Schulneubau der 101. Oberschule ist von Juli 2019. Alle Punkte sind auch termingerecht umgesetzt worden, nur leider Punkt 3 nicht. Dieser besagt, dass die Oberschule spätestens zum August 2025 auf den Kockerwiesen zieht. Momentan geht es noch mit dem Platzmangel, da sich in dieser 101. Oberschule auch noch ein Gymnasium und eine Abendschule befindet. Dank der Container natürlich, die jetzt bereits dort stehen. Aber ab 2026 wird es am jetzigen Standort in Johannstadt sehr beengt sein für die Schüler sowie für die Lehrer. Meine Frage daher, warum ist erst 2026 der Baubeginn für den Schulneubau der 101. Oberschule? Meine nächste Frage, ab 2026 benötigt das Gymnasium natürlich mehr Fachraumkapazität, deshalb wird auch umgebaut. Die Oberschule, 101. Oberschule, muss sich wiederum einschränken. Warum hält man den Zeitplan daher vom Stadtrat nicht ein? Meine dritte und letzte Frage. Warum wird die Oberschule nur zweizügig betrieben, wenn im Stadtratsbeschluss dreizügig steht? Das hat auch leider zusätzlich noch Auswirkungen auf die Lehrerstellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier übernimmt die Beantwortung Herr Bürgermeister Donhauser. Ja, sehr geehrte Frau Mester, ich habe ja eine Frage aufgeschrieben bekommen, aber ich versuche mal auch die zwei anderen Fragen hier dann darauf einzugehen. Zunächst erstmal Baubeginn, warum erst 2026? Da gab es ja in der Tat einen Stadtratsbeschluss 19 und wir haben dann doch eine Zeit gebraucht, um zu sortieren, ob noch die Grundschule Kockerwiese notwendig ist oder ob die eher nicht notwendig ist. Und dann hatten wir uns ja im Frühjahr 21 mit den Fraktionen auf eine Maßnahme verständigt, wo wir gesagt haben, wir würden jetzt auf die Grundschule verzichten, beziehungsweise es wird dann auch im Schulnetzplan abgebildet werden, wenn wir eine weitere Grundschule brauchen, was die Schülerzahlen angeht, dann auf das Terrassenufer zurückgreifen, was die Grundschule angeht. Mit dem haben wir dann gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt begonnen, den Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Der ist die Grundlage von dem, dass wir eine entsprechende Baugenehmigung auch bekommen können. Und hier ist es so vorgesehen, dass wir jetzt alle Planungsaktivitäten im Amt für Schulen darauf ausrichten, dass mit einem möglichen Beschluss zum Bebauungsplan dann auch die Genehmigungsplanung fertig ist. Dann würden wir entsprechend auch zum einen Baubeschluss im Stadtrat vorlegen und dann würden wir mit der Ausschreibung, Vergabe von Bauleistungen entsprechend beginnen können und das resultiert dann, dass man also erst im Februar, März 2026 mit dem Bauen an sich beginnen. Positiv ist noch zu vermerken, dass ja am 23. März diesen Jahres die Jury getagt hat, wo wir ja den Realisierungswettbewerb durchgeführt haben und ich denke, einen sehr, sehr guten Entwurf da entsprechend auf Platz 1 gesetzt haben, war ja auch die Schulleitung mit in der Jury, sodass es also jetzt Schritt für Schritt auch vorangehen wird, dass man dort, wie gesagt, die notwendigen planerischen Leistungen dann auch schon auf dem Tisch liegen haben. Zur zweiten Frage
oder zur dritten erstmal, warum zweizügig, nicht dreizügig? Ich würde sagen, Frau Dressel-Zarkowski sitzt hinten, dies neue Schuljahr fangen wir wieder mit 3 fünften Klassen an entsprechend. Die Klassenbildung an sich ist eine Entscheidung, die das Landesamt für Schule und Bildung, zwar gemeinsam mit dem Schulträger, aber das Landesamt für Schule und Bildung trifft. Und ich bin da genau der Meinung, wie Frau Dressel-Zarkowski, dass es schon gut wäre, da auch eine Dreizügigkeit hinzubekommen, dass man also die Lehrerinnen und Lehrer, die dort wirklich auch sehr, sehr gute Arbeit leisten, noch entsprechend halten können. Aber ich würde mal sagen, Frau Dressel-Zarkowski sagt, es ist doch noch nicht so richtig klar, aber da würde ich mich noch mal dahinter klemmen, was das nächste Schuljahr angeht, um dort diese 3 Klassen entsprechend auch aufnehmen zu können. Und das andere muss ich auch noch mal mitnehmen. Ich gehe davon aus, dass wir mit dem Beschluss im Stadtrat, was die mobilen Raumeinheiten angeht, die Kapazitäten geschaffen haben. Würde ich mit dem Amt für Schulen noch mal das Gespräch suchen und dann auch noch mal eine Rückmeldung geben. Vielen Dank. Wir setzen fort mit dem nächsten Fragenden. Das ist Herr Dr. Steffen Kandalowski und darf ihn nach vorne bitten. Da ist er. Jetzt hört man mich gut. Guten Tag, sehr geehrte Stadträtin, sehr geehrter Stadträte, Herr Oberbürgermeister, werte Beigeordnete. Bedanke mich für die Möglichkeit, heute hier vor Ihnen was zu sagen und zu fragen. Wir haben mal was vorbereitet. Ich möchte mit Ihnen mal eine kleine Fahrt machen vom Goldenen Löwen Richtung Pirna, wer die Straße vielleicht kennt, stadtauswärts Richtung Oberpeuritz, wo ich wohne. Ich bin Anwohner dieses etwas abgeschlagenen Ortsteils Oberpeuritz und möchte Ihnen und dem Stadtrat, der Stadtverwaltung die Frage stellen, warum der Radweg, der seit 30 Jahren, sage und schreibe 30 Jahren, diskutiert wird, immer noch nicht mit dem Bau in Angriff genommen wurde. Wenn wir mal das Video kurz anfahren, das danke für die Technik. Ja, also hier kommen wir in die Nähe des neuen Busplatzes. Da ist ja alles noch schön. Da ist auch der Radweg schön. Jetzt passieren wir gleich die Ecke Otto-Schindler-Straße. Da ist auch noch schön, ist auch noch Radweg. Dann kommt eine Kleingartenanlage. Da endet jetzt der Radweg. Das sind 50 Meter. Ja. Danach kommt Landesanstalt und Zaun der Landesanstalt. Wenn Sie genau hinschauen, kommt jetzt gleich eine schöne Fahrradinstallation. Ich bin nicht der Künstler, der die gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wer der anonyme Bürger aus Oberpeuritz war, der die gemacht hat. Da gab es auch einen Zeitungsartikel am 29.03. in der SZ dazu. Jetzt kommen die schönen Fahrräder. Also ja, toll gemacht. Ne? Stehen schön in der Wiese. Und jetzt kommt das Reststück bis zur Ortslage Oberpeuritz. Ich bin da ungefähr 45 km/h gefahren. Das ist aber nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, dass man auf dieser Straße, die ist ja mit 60 gewidmet, eher 80 und vielleicht sogar noch mehr fährt. Und um schon was dazu zu sagen, was ist meine Motivation, weshalb ich diese Frage stelle? Wir wünschen uns nicht als Oberpeuritzer diesen Radweg. Wir brauchen ihn ganz dringend, liebe Stadträtinnen und Stadträte. Wir brauchen ihn, weil wir haben viele neue Familien draußen. Ja, das ist schön mit Kindern. Und der Zeitungsartikel stand ja unter der Überschrift, unsere Kinder wollen hier gern Fahrrad fahren. Und ich sage es auch gleich mal vorab, es ist einfach weltfremd, wenn man sagt, fahrt doch nach Söbrigen oder fahrt über den Weinbergsweg, wer es kennt. Ne? Der Weinbergsweg oben und dann runter und Söbrigen ein Stück weg. Ne?
Und es gibt aber noch eine zweite Motivation. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen soll, aber ich sage es vielleicht doch. Seit 25 Jahren treibt mich dieses Problem um. Aber nicht nur, weil ich Oberpeuritzer bin. Jetzt endet das. Wir haben Oberpeuritz erreicht, den etwas abgeschlagen. Ich war mal Tourismuschef in Pirna. Das ist schon 25 Jahre her. Damals war Frau Kubica hier in Dresden noch Tourismuschefin. Mit der haben wir in der AG Städtetourismus dieses Stück 800 Meter Radweg auch schon diskutiert, weil es einen wichtigen Lückenschluss zwischen dem Radwegenetz Sächsische Schweiz und Dresden wäre. Und alle, die ein bisschen Ahnung haben, die wissen, dass die Fahrt durchs Tennicht ganz schön ist, aber dann ist Schluss mit lustig. Ja, dann muss man auf die Straße. Das finden viele Touristen nicht gut. Nun gut, kann man wieder sagen, fahrt doch Söbrigen, aber das ist auch Straße und eng und dort wird gedrängelt und geschubst und geschoben und Sie wissen schon. Also, nochmal, Frage verstanden. Ich fokussiere nochmal meine Frage. Warum ist noch kein Baubeginn in Sicht? Wir brauchen diesen Radweg und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diesen Radweg als kombinierten Radweg, Fußweg und Reitweg auszugestalten. Und vielleicht gibt es auch eine Chance, mal was Neues zu machen und ihn nicht zu asphaltieren, sondern ihn einfach nur zu besanden, als Beitrag für die, Nichtversiegelung. Danke. Gut, dann schauen wir mal fragend den Baubürgermeister an und fragen und schauen auf die Antworten. Herr Kühn, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Kandelowski, ich glaube, wir waren dazu auch schon mal im Kontakt. Also, die Verbindung zwischen Pillnitz und Oberpeuritz ist Radverkehrskonzept als Hauptroute ausgewiesen, das heißt, dort auch mit Prio 1. Im letzten Jahr hat der Stadtrat auch die Fußverkehrsstrategie beschlossen und dort die Herstellung des Radgehwegs auch in dem Abschnitt als Prio 1 ausgewiesen, das heißt, es gibt entsprechenden Planungsauftrag und Sie haben es ja schon gesagt, sozusagen bis zur Kleingartenanlage gibt es ja schon was und dann endet es. Und in dem fehlenden Stück ist im letzten Jahr begonnen worden, eine Vorplanung zu erarbeiten, also entsprechend auf 1,2 Kilometern Abschnitt, dass man da in 2,50 Meter breiten, also möglichst mindestens 2,50 Meter breiten gemeinsamen Radgehweg auf der südlichen Fahrbahnseite vorsieht. Derzeit machen wir noch eine Tektur, dass es eine Querungsinsel gibt am Beginn der Ortsdurchfahrt in Oberpeuritz, auch so ein Stück weit als, sag jetzt mal, geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme, so ein Verzug. Die Planung ist deshalb nicht ganz einfach, weil es dort eine ganze Reihe wasser- und naturschutzfachliche Betroffenheiten gibt. Dort gibt es Flächennaturdenkmal Eichen am Schöpsdamm und den Graupaarer Bach. Und wir müssen die Grundstücke ankaufen, also die gehören uns alle nicht. Insofern muss man jetzt sagen, es wird geplant und es ist ja auch ein klarer politischer Auftrag, dort diese Lücke im Rad- und Gehwegnetz zu beheben. Aber sozusagen mit Blick auf das Planverfahren, was dort erforderlich sein wird, gehen wir davon aus, dass wir jetzt weiteren noch einen Planungshorizont von gut 2 Jahren haben werden. Das muss man so ehrlich an der Stelle sagen. Die Straße ist ja außerhalb der Ortslage. Normalerweise ist außerorts Tempo 100. Wir haben ja verkehrsrechtlich auf Tempo 60 runtergesetzt. Ich habe nochmal geguckt, es ist keine Unfallhäufungsstelle, ein Glück. Das heißt, es gab in den letzten 3 Jahren zwar 3 Unfälle mit Personenschäden, aber ohne Beteiligung von Radfahrenden. Eine Unfallhäufungsstelle heißt sozusagen, es gibt 5 Unfälle mit Personenschäden und wir haben also 300 Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet. Das heißt, das ist nicht aus Unfallhäufungssicht jetzt nicht die Strecke, wo der größte Handlungsbedarf besteht. Ich glaube, das Thema ist gar nicht, dass Tempo 60 beschildert ist, sondern das Problem ist, dass sich kaum jemand an, oder offensichtlich viele nicht an Tempo 60 halten. Insofern braucht es dort eine verstärkte Kontrollaktivität. Ich habe am Montag ein Gespräch, wir haben eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei jetzt nochmal vereinbart, hat man vielleicht in der Zeitung gelesen.
und würde dann das Thema dort nochmal adressieren, weil auch meiner Erfahrung dort deutlich schneller gefahren wird, wenn man denkt, man ist außerorts und dann kann man mal so richtig auf die Tube drücken und dann erinnert man sich nicht, dass da Tempo 60 beschildert ist. Also planerisch, Radgehweg wird bearbeitet, aber mit Blick auf das Planverfahren, was wir dort haben, muss man einfach so ehrlich sagen, dass wir kurzfristig jetzt nicht eine Lösung hinbekommen, aber es ist in der Priorität 1 in beiden Konzepten vorgesehen. Insofern gibt es dann einen Planungsauftrag und ich würde nochmal im Nachgang gucken, dass wir dort mal eine Kontrollaktivität durchführen. Gerade jetzt, wo auch viele Radfahrende in der Tat unterwegs sind. Keine sehr befriedigende Antwort. 2 Jahre ist noch weit hin. Schauen wir mal. Danke trotzdem. Bitte schön. So, dann kommen wir zur nächsten Fragenden mit einem erstaunlich ähnlichen Namen. Sandra Kanolowski. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich bin Gewerbetreibende in der Dresdner Neustadt. Mein Name ist Sandra Kandalowski, haben wir schon genannt. Und zwar liegt mir folgende Frage am Herzen. Und zwar garantiert nicht nur in meinem eigenen Namen, sondern auch im Namen vieler Gewerbetreibender, die ein ortsansässiges Geschäft in der Dresdner Neustadt haben. Und zwar meine Frage tendiert dahin, dass es in der Dresdner Neustadt für die Gewerbetreibenden keine Parkplätze gibt, außer dass sie die Anwohnerparkplätze nutzen. Und die Dresdner Neustadt gehört leider Gottes, ich frage mich warum, zu den teuersten Parkzonen in ganz Dresden mit 12 Euro Parkgebühren am Tag. Früher habe ich dort an gleicher Stelle 3 Euro von meinem Laden bezahlt. Und in anderen Städten in Deutschland ist es auch möglich, sage ich mal, für die Gewerbetreibenden Parkausweise zu bekommen, also Jahresgenehmigungen zu bekommen, die halt es den Gewerbetreibenden halt ermöglichen, dort günstig zu parken. Und ich weiß, dass es für Handwerker in der Dresdner Neustadt auch Möglichkeiten gibt, für gute Konditionen zu parken, aber für uns als Gewerbetreibende einfach nicht. Und ich habe gelesen, dass es in Städten wie Schwerin oder in vielen westdeutschen Kommunen und Großstädten, Frankfurt am Main oder Köln, auch Angebote für die Gewerbetreibenden gibt, wo die Konditionen halt fair sind. Und man muss dazu sagen, was ich halt sehr unfair finde, in der Neustadt können die Anwohner für 30 Euro im Jahr parken und wir als Gewerbetreibende sollen diese 12 Euro am Tag bezahlen. Und die Frage ist halt, welche Möglichkeiten gibt es für uns als Gewerbetreibende, die wir auch Arbeitskräfte einstellen und sag ich mal, die Neustadt beleben, welche Möglichkeiten gäbe es für uns, dort einfach zu parken und nicht so viel Geld auszugeben. Auch hier freut sich auf die Beantwortung Herr Bürgermeister Kühn. Ja, sehr geehrte Frau Kandelowski, also vom Prinzip bewegen wir uns hier im Rahmen des Straßenverkehrsgesetzes, also bundeseinheitlicher Regelung in der StVO, auch in der Straßenverkehrsordnung. Und im Straßenverkehrsgesetz sind die Grundlagen geschaffen und die Regeln übrigens auch, was Ausnahmegenehmigungen sind. Und diese werden nur in wenigen Fällen erteilt. Sonderparkrechte für Firmen, Behörden, Ärzte und so weiter sind mit der geltenden Rechtslage nicht möglich. Die Ausweisung von Anwohnerparkbereichen hat ja vor allem das Ziel, dass die Anwohnenden dort bevorzugt in der Form werden, dass sie eben dort einen Parkraum finden. Wir sind auch regelmäßig mit dem Handwerk unterwegs, was so Parkerleichterungen angeht. Wie gesagt, der eine Ansatzpunkt ist eine Änderung auf Bundesgesetzebene, also vom Bundesgesetzgeber.
Und das andere ist auch, sage ich jetzt mal, der Gestaltungs- oder Rechtauslegung des Straßenverkehrsgesetzes. Und da ist die obere Straßenverkehrsbehörde, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, der entscheidende Akteur. Und die legen den gesetzlichen Rahmen durchaus sehr eng aus. Bei den Bewohnerparkgebieten ist es ja so, dass schon das erstens das Ziel ist, wie Sie schon sagte, dass die Anwohnerinnen und Anwohner Parkplätze finden. Aber durch die Bewirtschaftung der Parkplätze ist ja auch vorgesehen, dass man also als Kunde oder als Gewerbetreibender, Lieferverkehr und so weiter, dann eben auch Vorteile hat, weil er eben bestimmte Bereiche nicht klassisch Anwohnerparken sind, sondern eben für Kurzzeitparken und Gebietsfremde. Wenn wir allen Gewerbetreibenden in der äußeren Neustadt Sonderparkrechte geben würden, also wenn es die Rechtsgrundlage gäbe, hätten wir bei rund 800 Gewerbetreibenden in der Neustadt in dieser Größenordnung Sonderparkrechte, und dann ist natürlich das der Effekt der Parkraumbewirtschaftung sozusagen wie null und nichtig, weil man dann natürlich auch keine entsprechenden Parkplätze findet. Und andererseits ist es so, dass eben gerade an dem großen Parkhaus am der Bautzener Straße, wer das Ort kennt, dort stehen in Größenordnung noch Stellplätze zur Verfügung, wo man dann auch nach meinem Kenntnisstand und auch bei anderen Parkhäusern Konditionen mieten kann, sodass man eben nicht die 12 Euro am Tag sozusagen berappen muss. Und grundsätzlich ist es natürlich Sache auch der Eigentümer der Gebäude, Parkplätze für seine Mieterinnen und Mieter, für seine Gewerbetreibenden auch anzubieten. Aber wie gesagt, was ich Ihnen zitiert habe, ist im Wesentlichen die Rechtslage und die Auslegung hier im Freistaat Sachsen. Wie das in anderen Bundesländern geregelt wird, mag ich jetzt im Detail nicht beurteilen. Aber wir haben ja da in verschiedenen Gesprächen schon mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr geführt, auch zusammen mit der Handwerkskammer, mit dem Hauptgeschäftsführer habe ich mich heute früh getroffen. Da kommen wir an bestimmten Stellen einfach nicht weiter. Sehr zufriedenstellend für mich. Und also so viel ich weiß, gibt es für die Handwerker diese Sondergenehmigung auch. Und wir schaffen halt auch Arbeitsplätze und sind für die Attraktivität einer Neustadt halt zuständig, ne? Und für uns wird halt nichts getan, sage ich mal. Wichtig ist bei den Sondergenehmigungen Handwerk. Da geht es ja darum, wenn sozusagen ein Handwerker bei jemandem sozusagen beispielsweise eine Havarie beseitigt, also wenn der sozusagen im Einsatz ist, dort eine dringend notwendige Dienstleistung vorzunehmen, dann, und das ist eben der enge gesetzliche Rahmen, dann greift sozusagen Sonderkonditionen. Aber sozusagen nicht allgemein für, sag jetzt mal, alle Gewerbetreibenden oder Unternehmen und Handwerker. Aber die andere Sache, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, die Kurzzeitparkplätze, sag ich mal, die habe ich bisher in der Neustadt nicht gesehen. Also wo sind die? Na, Sie können ja beim Parkautomat können Sie den ganzen Tag lösen, Sie können eine Stunde lösen. Gut, das sind die Bereiche, die zum Kurzzeitparken vorgesehen sind. Na gut, okay. Also, alles klar. Gut, soweit erstmal diese Frage und die andere.